Thomas von Hesen heißt der neue Trainer bei den Kapfenberger Falken. Keine leichte Aufgabe für den Deutschen, die Baustelle KSV 1919 als Baustellenleiter zu reparieren. Nette Frage, ja. Er ist immer so mit den kleinen dezenten Hinweisen auf die Verkehrsschilder. Ne? Ja, natürlich, wenn ein Club letzter ist, dann gibt es immer viele Baustellen. Das ist ja völlig normal. Das ist nicht nur hier so. In der Regel ähneln sich alle. Das heißt, entweder zu wenig Punkte, zu wenig Tore geschossen, zu viel Gegentore bekommen. Woran liegt das? Macht man natürlich immer eine Analyse und versucht dann auf der anderen Seite Mittel zu finden, um das zu ändern. Und das ist die Aufgabe im Moment. Jetzt kann man ja aus einem Training noch nicht viel herauslesen. Rapid wartet als nächster Gegner. Ich glaube, keine leichte Aufgabe für einen Trainer, der eigentlich aus einer anderen Liga kommt. Ja, es gibt nie leichte Aufgaben in dieser Situation. Es gilt einfach jetzt die Mannschaft wirklich auf den Weg zu bringen, Selbstvertrauen zu tanken, also auch vor niemandem Angst zu haben, ganz im Gegenteil, sondern wieder an das zu glauben, was sie mal richtig gut konnten, nämlich Fußball spielen. Das in einer Ausrichtung, in der sie sich wohlfühlen und auch dran glauben. Ich glaube, wichtig ist, dass man mental die Spieler aufzubauen, um sie wieder auf den Weg zu bringen. Alles andere spielerisch, das kann man in 24 Stunden oder in 48 Stunden nicht so erlernen, wie es eigentlich sein muss. Deswegen braucht man ein bisschen Zeit. Aber ich glaube, das Potenzial ist da. Die Spieler sind willig, jung, willig. Es fehlt nur noch ein bisschen die Ruhe, ne, die Gelassenheit, dann auch in Situationen starke Nerven zu zeigen wie diese. Für die Kapfenberger ist zu hoffen, dass der neue Besen von Hesen gut kehrt, wie es im Volksmund halt so schön heißt. Ja, das wollen wir hoffen. Und es gibt jetzt kurzen Kontakt, also wir kennen uns jetzt persönlich seit einem Tag oder nicht einmal seit einem Tag und der erste Eindruck ist gut und ich hoffe, dass das so weitergeht. Jetzt muss er jetzt einmal die Mannschaft kennenlernen, das ist noch viel Arbeit für uns und ich hoffe, dass dieser neue Besen das bringt, was wir uns alle erwarten. Er hat ja heute schon das erste Vormittagstraining geleitet. Man hat auch den Eindruck gehabt, wenn man so völlig wertfrei zugesehen hat, dass sich die Spieler jetzt wirklich schon im Training auch sehr stark präsentieren wollen für den neuen Trainer. Ja, da muss ich ehrlich sein, das habe ich bei den letzten Trainings auch gehabt. Also im Training sind sie immer Weltmeister, aber jetzt müssen sie es einmal umsetzen auch. Letzte Frage noch, wie weit geht es mit dem Budget aus? Man hat es in der Pressekonferenz gehört, den einen oder anderen Spieler vielleicht in der Winterphase hierher zu holen und es sind Überlegungen, auch Spieler abzugeben. Ja, unser Budget ist eigentlich geplant. Also das heißt, wir haben ja keine Reserven. Wir haben ja das Budget vom 1. bis zum 12. Monat so durchgecheckt. Also mit dieser Entwicklung konnten wir nicht rechnen. Also wenn wir Änderungen machen, muss der eine Schritt mit dem anderen zusammenpassen. Man wird sehen, kann man das Budget anpassen oder aufstocken, wie viele Spieler werden den Verein verlassen. Wird hier etwas frei an Masse sozusagen. Aber bis jetzt, also mehr kann ich dazu nicht sagen. Schon am kommenden Samstag kann man die neue Handschrift des Trainers gegen SK Rapid Wien beäugen. Und alle Fans hoffen natürlich auf den obligaten Trainereffekt.